Ho! Ja! Ja, da wollte ich euch doch glatt nochmal frohe Weihnachten wünschen. Ist ja irgendwie ein komisches Jahr gewesen, das 2020, ja, jetzt die Feiertage, dann haben wir das hinter uns. Hoffen wir doch alle, dass 2021 ein bisschen besser wird. Und ich wünsche mir doch sehr, dass wir uns alle wieder sehen. Erholt euch gut, bleibt senkrecht und gesund und verliert die Hoffnung und den Mut nicht. Da hilft Ukulele spielen. Und das wollte ich jetzt mit euch noch machen. Ich wollte bei dieser Gelegenheit nochmal Danke sagen für dieses bezaubernde kleine Ding, dass ich jetzt mal ein bisschen ausfahren werde. Yeah! Extra für euch habe ich die Band dabei. Iso am Kontrabass und Iso am Waschbrett. Yeah! Wir spielen zusammen Mele, Kaliki, Maka. Ich habe euch die Noten angehängt. Erstmal die Akkorde schnell. Das ist G-Dur, das kennt ihr vielleicht. Ja. So, dann kommt so ein schriller G-Kringel. Da nehmt ihr den Ringfinger weg. Marlene, du musst halt dir was einfallen lassen, ne? Nehmt ihr den Ringfinger weg und rutscht einen runter. Und dann haben wir das D7. Das kennt ihr auch, ne? So. Dann geht das wieder weiter. Dann kommt G7. C-Dur werdet ihr vielleicht auch kennen, ne? Okay. Wenn irgendwas nicht geht, E7 zum Beispiel, dann lasst ihr das einfach Mami machen oder Papi oder den Weihnachtsmann. Dann haben wir A7 und D7. Und im Groben und Ganzen war das auch schon von vorne bis hinten. Mele, Kaliki, Maka, Isa, Wai, ist nochmal E7. Wai. Ihr seht, das ist gar nicht, wer G7 kann, der kann auch E7, ne? To say Merry Christmas to you. Und die Saukoolen unter euch, und eigentlich seid ihr das alle. Ihr spielt einen Turnaround am Ende, okay? Das wäre G, dann dieser G-Kringel. Ein A-Moll-7 ist ein Jazz-Akkord, ist total schwer. Geht so. Und dann D7. Ja, ihr merkt, D7 kann man so spielen. Oder in der Advanced Nasebohrring-Edition. So, yeah. Alright. So, dann habe ich mir noch tatsächlich ein klitzekleines Intro für euch ausgedacht. Klingen muss das so. Okay, also wir haben zweimal ein D. Und weil es so schön ist, ein drittes Mal hinterher. Und dann kommt hier das leere E und ein F und ein Fis. Ja, und wer jetzt will, spielt noch ein D7 hinterher. Und die Saukoolen, ihr seid alle saucool, spielen ein geschlossenen D7 hinterher, ja? Das klingt irgendwie cooler an dieser Stelle. Aber am Start, am Start, am Start. A one and a two and a one, two, three, four. Mele, Kaliki, Maka, is that thing to say on a bright Hawaiian Christmas day? That's the island greetings that we send to you from that land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be sweet and bright. The sun shines by day and oh, that stars at night. And Mele, Kaliki, Maka is a wise way to say Merry Christmas to you. On the muffin phone, meep. Apokalyptisches Abschlussschrabbeln. Jeder sein Lieblingsakkord. Woo! Yay! In diesem Sinne, macht das gut. Bis nächstes Jahr. Hoffentlich in echt, hoffentlich gesund und immer mit Ukulele. Tschüss!